Bohem ist eine von den ersten Opern, das ich gesungen habe. Ich liebe die Musik, ich liebe die Geschichte. Ich spiele am liebsten sehr temperamentvolle Rollen. Aber an der Mimi reizt mich, dass sie ein völlig anderer Charakter ist. Im Film hoffe ich mir, dass das nicht eine Illustration einer Musik wird, sondern eine tolle, leidenschaftliche Liebesgeschichte mit tödlichem Ausgang. Das Schwierigste war anzufangen. Rolando und Anna haben sich lange nicht gesehen. Und in der Zeitung stand am ersten Drehtag, wo er ankam, dass sie schwanger ist. Und jetzt musst du mit einer Frau spielen, eine starke Liebesgeschichte, intensivst, die plötzlich schwanger ist. Es ist nicht immer ganz einfach, die Emotionen und Empfindungen auszudrücken, die für eine Szene wichtig sind. Und irgendwie das zu verstehen, wie wir damit umgehen, das war so am Anfang ein bisschen schwierig. Achtung, drehen! Die erste Szene, die wir gedreht haben, also Mitte vom ersten Akt, sie klopft an, una donna. Chiela. Chiela. Das Wiedersehen Anna Rolando habe ich als erstes gedreht. For me the first very clear thing which I saw about the character of Mimi. Als erstes fiel mir an dieser Rolle auf, dass sie wie die Natur im Winter ist. Alles scheint zu schlafen, tot zu sein. Und dann dieses Warten, das ewige Warten. Aber dann, beim ersten Frühlingshauch, kommt auf einmal in einem einzigen Tag alles Grün aus der Erde heraus. Und die wunderbarsten Gerüche breiten sich aus. Die Düfte des Frühlings. Und dein Körper erwacht. Und in deinem Kopf dreht sich alles vor Freude. Dieses fantastische Gefühl hat Mimi, als sie zum ersten Mal das Leben der Bohème erlebt. Sie weiß wahrscheinlich, dass sie sterben wird und ist völlig verzweifelt. Sie sehnt sich so sehr nach dem Frühling, den Blumen und der Sonne. That's why when she's coming to Rodolfo and when she hearing him speaking. Und als sie Rodolfo kennenlernt und hört, wie er über das Dichten und die Gefühle spricht, wird ihr klar, dass es genau das ist, wonach sie sich gesehnt hat, worauf sie immer gewartet hat. Ihre Liebe zu Rodolfo ist etwas ganz Besonderes und etwas sehr Schönes. Rodolfo ist ein junger Mann, der vor einer Riesentragödie steht. Dieser nicht mehr ganz junge Mann, der das Leben genießt, versucht seinen Weg zu finden. Er möchte gerne ein Künstler sein, ein Dichter. Ein Dichten der Bohemia. Aber ist er wirklich ein Bohemia? Wir wissen es nicht, vielleicht tut er nur so. Auf jeden Fall möchte er ein Dichter sein. Ob er ein guter Dichter ist? Ich weiß es nicht, aber er wäre es gerne. Er ist unzufrieden mit dem, was er schreibt. Es ist nicht schlecht, aber eigentlich möchte er etwas anderes, nämlich das erleben, wovon die großen Dichter und die großen romantischen Geschichten erzählen. Thank you.
Und dann begegnet ihm die Liebe, etwas, wonach er auch gesucht hat. Und es ist Liebe auf den ersten Blick. Gibt es so etwas überhaupt? Eigentlich würde man das verneinen, aber es ist sogar mehr als das. Beide haben sich diese Liebe so sehr gewünscht und darum gibt es sie. Ich verbinde mit Anna und Rolando Leidenschaft, Professionalität, Spieltrieb, eine Leichtigkeit und zugleich einen großen Ernst. Viel besser kann eine Chemie zwischen zwei Menschen nicht funktionieren. Es gibt etwas Besonderes, wenn wir zusammen singen und spielen. Unsere Energie kommen gut zusammen. Das macht Spaß, zusammen zu arbeiten. Danke. Soll ich mich weiter umdrehen? Nein, nein, genau so, nicht mehr. Parlate voi.